Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Verena Jennewein, zertifizierte Right with Your Mind Trainerin, Level 1 Masterclass. Wir hatten bereits das Vergnügen beim Livestream vom Comhorse Summit 2021. Und heute möchte ich euch die gestellten Fragen an mich beantworten. Frage 1. Wie sieht das bei Arbeit mit Jungpferden aus, um sie zu lösen und die Balance zu verbessern? Bei Jungpferden löse ich hauptsächlich bereits schon, bevor ich aufsteige, an der Hand bzw. an der Launch. Weil hier kann ich feststellen, hat mein Pferd irgendwo eine Blockade, ist es irgendwo spannig. Denn bei einem jungen Pferd setze ich mich ungern auf den Rücken, wenn es irgendwo klemmt. Denn das kann auch einmal schon zu einem Bocksprung führen und das möchte ich im Vorhinein schon vermeiden. Wenn ich jetzt also schon am Boden etwas vorbereitet habe und ich dann in den Sattel gehe, sollten die meisten Verspannungen gelöst sein. Man sollte sehen, okay, eigentlich lässt sich das Pferd ganz locker bewegen. Und wenn das alles stimmt, dann arbeite ich mein Pferd zuerst einmal locker vorwärts. Das ist schon mal ganz wichtig. Beim Galopp ist es am Anfang bei Jungpferden eher schwierig, würde ich hauptsächlich verwenden, wenn das Pferd einen guten Galopp hat und auch gut in der Balance im Galopp sich trägt. Ansonsten würde ich den Galopp Schritt für Schritt erst einmal erarbeiten. Dann, wie kann, das ist nun Frage Nummer 2, wie kann ich das Stolpern im Galopp verhindern? Ein Stolpern im Galopp bedeutet immer zu viel Gewicht auf der Vorhand. Das heißt, das Pferd ist nicht horizontal, sondern es ist sogar bergab. Wenn das hier die Vorhand wäre, dann ist es zu tief und deswegen stolpert auch das Pferd häufig. Genauso kann es einen fehlenden Körpertonus, Muskelspannung fehlen, weil das Pferd zu locker gearbeitet wird. Es vergeht einfach, es kann einfach nicht wirklich die Hinterhand noch nützen oder weiß noch nicht, wie das funktioniert. Das heißt, zurück zur Basis und zuerst einmal schauen, wie bekomme ich das Pferd im Schritt und im Trab schon einmal vermehrt auf die Hinterhand. Wenn ich das schaffe, dann kann ich im Galopp weiterarbeiten. Und dann kann es sogar sein, dass das Galoppproblem Stolpern sogar schon gelöst ist. Gibt es Unterschiede beim Galopptraining zu beachten bei Gangpferden? Diese Frage habe ich schon beim Livestream weitergegeben, da ich kein Gangpferdetrainer bin. Und das auch offen und ehrlich so zugebe. Also bitte diese Frage jemanden stellen, der wirklich Gangpferde trainiert. Die nächste Frage. Hi Verena, wird ein eiliges Pferd mit zunehmender Kraft, Balance und bei Entspannung automatisch langsamer, ruhiger galoppieren oder muss es darüber hinaus noch unterstützen? Wenn ein Pferd wirklich mehr Kraft, Balance aufbaut und dadurch wird es ja auch automatisch meistens schon entspannter, also losgelassener. Ist es so zu, sage ich mal, 60-70% der Fall, dass der Galopp schon gelöster und entspannter ist. Ich hatte ein paar Berittpferde, die taten sich schon sehr schwer mit dem Galopp. Da habe ich genau das so gemacht. Ich habe den Schritt und den Trab ordentlich verbessert, habe an Kraft, an der Balance und Gleichgewicht gearbeitet, genauso an der Losgelösenheit und je besser es dort wurde, desto leichter ging der Galopp. Man bekommt den Galopp sozusagen geschenkt. Allerdings muss man auch den Galopp dann wieder arbeiten und verbessern. Das heißt jetzt nur, das Pferd kann jetzt ruhiger galoppieren, es hat die Kraft und die Balance dazu, aber es hat noch keine Kondition im Galopp oder auch zum Beispiel noch fehlt ihm vielleicht im Galopp noch dieses Fünkchen, eine bessere Biegung oder noch das Fünkchen mehr Hinterhandkraft. Das muss ich dann schon auch wieder im Galopp arbeiten. Ich bekam den Galopp geschenkt, unter Anführungszeichen, das heißt, es kann jetzt galoppieren, es ist dabei nicht mehr gestresst, doch ich muss auch den Galopp wieder dann weiterarbeiten. Nächste Frage. Bei einem älteren, untrainierten Pferd, wie lange galoppieren lassen und mit oder ohne Launch, Kappzaum, Trenze, Knotenhalfter, wie oft, mit wie vielen Pausen?
Das kommt jetzt natürlich immer auf das Pferd drauf an. Das kann man nicht, das muss man eigentlich sehr individuell ansehen. Ich kann also nicht sagen, okay, das ist jetzt so Nonplusultra, das, was ich machen würde. Sondern wenn ich mir jetzt ein älteres, untrainiertes Pferd vorstelle, wird es sicher zuerst die Basics brauchen. Also ich muss zuerst wahrscheinlich an der Hand arbeiten, um ihm zu zeigen, okay, wie bekommt es das Gewicht wieder auf die Hinterhand, dadurch auch kräftigen und mobilisieren, bevor ich das überhaupt wirklich nach vorne in den Galopp arbeite. Ich bevorzuge schon auch bei älteren Pferden das Longieren und ja, absolut am Kappzaum, weil mit einem Kappzaum kann ich das Pferd stellen und auch dann biegen, was mit einem Knotenhalfter, Stallhalfter niemals der Fall sein wird. Ich verzichte absolut auf Trense und Ausbinder oder Longierbrille, weil da gehe ich an das empfindliche Pferdemaul, das sensible Pferdemaul und das möchte ich schonen. Es macht für mich keinen Sinn, so zu longieren. Und bitte auf keinen Fall mit Ausbindern, weil das sind für mich mechanische Mittel, die den Pferden mehr schaden als nützen. Erstens kann ein Pferd und schon gar kein untrainiertes Pferd in dieser Haltung, die ich es hineinzwinge, bleiben, ohne sich zu verspannen oder die Muskeln zu übersäuern und dadurch vielleicht sogar dann in späterer Weise auch einen Muskelabbau statt Aufbau zu bekommen. Also bitte, bitte, bitte lasst die Finger von Ausbindern, halte ich gar nichts davon. Bei älteren Pferden auf jeden Fall Kappzaum, das Kappzaum auch dem Pferd beibringen, das kann es nicht sofort, das muss ich dem lernen, den Gefühl nachzugeben, sich stellen zu lassen, die Vorhand, die Hinterhand weichen zu lassen. Ich muss es auch rückwärts richten können. Wenn all diese Grundbasissachen stimmen, kann ich dann herangehen ans Longieren und baue mir schon langsam Distanz auf. Auch hier unbedingt Schritt, Trab zuerst schauen, kann das ältere Pferd auch galoppieren? Ist es vielleicht in Balance? Dann baue ich den Galopp auch mal mit ein. Aber bitte achtet immer darauf, ist die Kondition, ist die Kraft und lasst euch Zeit. Denkt einfach an euch selbst, wenn ihr wieder, sagen wir, wenn ihr länger aus dem Training seid und dann wieder starten möchtet, egal ob Kraft, Ausdauer oder ob ihr wirklich Ausdauersport betreiben möchtet. Ihr wisst es von euch selbst, ihr startet fast bei Null und müsst euch langsam wieder auftrainieren. Den Pferden geht das einfach gleich. Die hatten wir. Wie kann ich mein Pferd auf dem Zirkel galoppieren? Hast du irgendwelche Tipps? Ich habe mir schon viele YouTube-Videos dazu angeschaut. Es hat bei mir aber noch nie wirklich funktioniert. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie sich dein Pferd nicht auf den Zirkel bewegen lässt. Ist es das Problem eventuell durch die natürliche Schiefe oder ist es ein grundsätzliches Lenkproblem? Das muss man eigentlich auch wieder eher individuell betrachten. Da würde ich dir einfach empfehlen, schick mir vielleicht ein Video auf meine E-Mail-Adresse unter kontakt@verena-jennewein.com. Das kann auch jeder gerne einmal machen, mir ein Video schicken, dann schaue ich mir das an und dann kann ich eine bessere Antwort geben. Aber als auf diese gestellte Frage kommt es wirklich darauf an, will es wegen der natürlichen Schiefe nicht auf einen Zirkel gehen? Kann es wegen der Balance nicht auf einen Zirkel gehen? Passt das Gleichgewicht nicht, dass es dann nicht funktioniert? Also es gibt viele Faktoren, warum ein Pferd nicht auf einen Zirkel gehen möchte. Natürlich kann auch der Reiter das Problem sein, der Sattel. Also es gibt wirklich viele Faktoren. Schick mir vielleicht einfach ein Video. Mein Pferd ist erst 4 und ich reite ihn gerade an. Er zieht im Galopp extrem raus und tut sich total schwer, vor allem an der Longe. Stimmt es, dass Galopp sowieso kaum Muskeln aufbaut und sollte man damit warten, bis er ausbalanciert ist oder sollte ich üben, üben, üben? Dass ein Pferd gar keine Muskeln im Galopp aufbaut, stimmt sicher nicht, weil egal welche Gangart ich trainiere, es baut, wenn ich richtig trainiere, auch immer die Muskulatur auf. Das ist wie bei uns selbst. Voraussetzung ist wirklich gutes Training. Und wenn hier eh steht, er tut sich im Galopp extrem schwer und drückt immer raus, dann fällt
diesem Pferd der Galopp irrsinnig schwer. Hier würde ich auch bevorzugt zuerst den Schritt und den Trab verbessern. Schau, dass sich die Balance stärkt, die Hinterhand kräftigt, das Gleichgewicht besser hergestellt ist. Von der Balance spreche ich immer von der seitlichen Balance, links und rechts, ja, von der natürlichen Schiefe. Hier muss es auf allen vier Füßen gleichmäßig Gewicht draufbringen, also ausgeglichen auf allen vier Füßen stehen. Vom Gleichgewicht spreche ich immer von der Vor- und von der Hinterhand. Wenn das Pferd zu viel Gewicht auf der Vorhand hat, wird es sich auch immer schwer tun, denn hier mit so viel Gewicht auf der Vorhand am Zirkel zu galoppieren, also wenn wir jetzt über den Zirkel sprechen, das ist immer extrem anstrengend und immer mit einer Überbelastung einhergehend. Stärke es wirklich zuerst wieder im Schritt und im Trab. Bau es sinnvoll auf und dann würde ich auch nicht das Pferd sofort in den Galopp hineinrennen lassen, sondern lieber hergehen, an den Übergängen Trab-Galopp arbeiten, den Galopp lieber einmal kürzer halten, das Pferd dafür häufig loben und dann sich Step by Step auch mal den Galoppsprung erarbeiten. Also mal ein, zwei Galoppsprünge, dann mal zwei, drei, aber auch hier wieder wirklich Zeit lassen. Viel loben, Pausen machen und dann wird das Pferd merken, es kann das doch, da es ja vorher schon wieder bereits verbessert wurde in der Kraft, Balance und im Gleichgewicht. Wie kann man das Problem lösen, wenn das Pferd in den Kreuzgalopp springt? Also wenn das Pferd häufig in den Kreuzgalopp springt. Das hat meistens auch wieder mit fehlender Balance zu tun. Also hier stellt sich wieder die seitliche Balance links-rechts nicht ganz ein. Dann springen die Pferde häufig auch in den Kreuzgalopp. Es ist wieder die Frage, macht es das hauptsächlich unterm Reiter oder macht es das bereits auch schon an der Longe oder vielleicht auch schon beim Freigaloppieren? Ich habe ein Pferd von einer Schülerin, der das auch gerne tat. Das war ein Araber-Wallach oder ist ein Araber-Wallach. Dem hat es wirklich an der Balance und an der Kraft in der Hinterhand gefehlt. Mit zunehmendem Training, Wiederholungen, immer wenn er einen Kreuzgalopp springt, also jetzt rede ich kurz mal vom Longieren, auch wieder zurückführen, neu angaloppieren lassen. Durch dieses Wiederholen, Korrigieren und dann auch Loben, wenn es richtig war, hat er das viel bewusster wahrgenommen und man konnte dran trainieren, dass es besser wird. Beim Reiten kann es oft auch wieder fehlende Kraft und Balance sein, vor allem dann, wenn man auf eine große Tour geht oder auch mal die Ecke durchreitet, kann es passieren, dass die Pferde hinten rumspringen. Hier hilft es natürlich, wieder sauber vorbereitet zu sein und wenn das Pferd ansonsten gut an den Hilfen steht, könnte man es versuchen mit einem verwahrenden äußeren Schenkel oder vielleicht leicht traversartig hin und wieder zu galoppieren, vor allem in den Situationen, die man nachher bereits eigentlich schon weiß, wo das Pferd gerne umspringt, um es in der Spur zu halten. Das kann auch ganz gut helfen. Nächste Frage. Ich reite momentan eine traumatisierte Stute. Sobald man angaloppiert, will sie einfach nur rennen. Schaffe ich es dann, dass sie auch im Galopp losgelassen wird? Ich bekomme sie dann schon immer wieder zu mir, aber sie ist dann immer total angespannt und Schritt gehen, danach braucht auch immer seine Zeit. Ja, ein traumatisiertes Pferd ist immer eine Geschichte. Und das sage ich jetzt immer wieder mal, ist der Reiter gut genug, um das zu korrigieren, oder bedarf es vielleicht sogar einer Berittkorrektur? Wenn eine Berittkorrektur, bitte wirklich zu einem Fachmann, zu einem Profi, wo man weiß, da ist es bei den guten Händen, der hat Gefühl, der lässt dem Pferd auch die nötige Zeit und bitte niemanden, der brachial, der irgendwie versucht, drüber zu reiten. Wenn man sich sagt, okay, nein, ich fühle mich sicher genug, ich versuche das selbst, würde ich auch hier schauen, dass ich den Galopp eher mal kurz halte, wenn es wirklich Stress ist. Manche Pferde wollen galoppieren, wollen, 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 und das ist aber ohne Stress verbunden. Die kann ich schon auch mal ein paar Runden länger galoppieren lassen, bis ich mal zum Treiben komme.
Und dann passt das meistens auch schon. Aber wenn ich ein gestresstes Pferd im Galopp habe, geht das nur durch Wiederholung. Aber dann nicht lange galoppieren lassen, weil solche Pferde, die Stress im Galopp entwickeln, werden mit zunehmendem Galopp, also Galoppdauer, immer gestresster. Dann würde ich lieber öfter Trab, Galopp und auch Schrittübergänge üben, dann auch wieder die Ruhe im Schritt und im Trab herstellen. Ihr schreibt da, oder sie, das kann ich leider nicht rausnehmen, lesen, aber hier sieht man ja, oder es ist geschrieben worden, dass die Stute traumatisiert ist. Das heißt, das geht also nicht von heute auf morgen, sondern das benötigt Zeit. Ein junges Pferd, das sich gestresst fühlt, kann ich viel schneller in diese Ruhe und Losgelassenheit reinbringen, als ein Pferd, das traumatisiert ist. Das benötigt viel, viel, viel Zeit. Und da kostet es einfach auch den Reiter viel Geduld. Und die muss man aufbringen. Viele Übergänge, viele Pausen, viel Lob, sich Zeit lassen im Schritt und im Trab, bis das Pferd wieder bei einem ist und erst dann wieder angaloppieren. Wenn ich das Pferd nicht genügend gelöst habe, wieder im Schritt und im Trab, mental wie körperlich, bringt auch das neue Angaloppieren nichts. Und wenn das in der ersten Einheit vielleicht nur zweimal zum Angaloppieren, also wenn du nur zweimal zum Angaloppieren kommst, dann ist das auch okay. Das wird sich steigern, aber gib dir und deinem Pferd unbedingt die Zeit, die es benötigt. Die Seitengänge klappen bei meinem Pferd auf der linken Seite super, fast von alleine. Auf der rechten Seite hingegen eher schwerfälliger. Ist das ein Zeichen dafür, dass es links hohl ist? Ja. Wenn die Seitengänge auf der linken Hand, also sprich ein Schulter vor, ein Schulter herein, ein Travers, dann auch die Traversale, alles links sehr leicht geht und rechts schwer fällt, dann ist es definitiv die hohle Seite. Das heißt dann auf jeden Fall die Seitengänge anpassen. Dann würde ich auf der linken Seite lieber ein Rohr bearbeiten, ein Konterschulter vor, ein Konterschulter herein und auf der rechten Seite weiterhin an der Biegung arbeiten. Das heißt, ich arbeite daran, die linke Seite zu dehnen und die rechte Seite zu verkürzen, damit ich diese Schiefe ausgleiche. Das kann natürlich sein, dass am Anfang die Pferde das nicht ganz so gerne haben, aber dann stellt euch wieder vor, wenn ihr einen Muskel dehnen müsst, der verkürzt ist. Das zieht und zwickt. Deswegen achtet immer darauf, wie viel Biegung und Stellung ich erarbeiten kann in den Seitengängen oder wie viel Abstellung für ein Travers oder Schulter herein überhaupt möglich ist, bevor es wirklich blockiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Also baut euch die höhere Biegung langsam heraus. Denkt an euch, wie unangenehm ein Dehnen sein kann. Gebt euch Zeit in eurem Pferd. Meine Frage wäre, meine Stute ist auf dem Platz und im Gelände sehr entspannt. Doch wenn ich sie im Gelände ihr Tempo laufen lasse, ist es sehr schwer, sie wieder zurück in den Trab zu bekommen. Zusatz, sie kommt von der Rennbahn. Ja, also Rennpferde haben das natürlich intus, sobald man sie in ihrem Tempo laufen lässt, dass sie auch laufen wollen. Auch hier würde ich das nicht so weit kommen lassen. Lieber mehr Galoppübergänge vom Trab Galopp und wieder zum Trab, wenn nötig auch wieder mal zum Schritt zurückkehren und auch eher immer wieder mal Tempounterschiede im Galopp arbeiten. Lass es gar nicht so weit kommen, dass sie dann ihr Tempo laufen und nicht mehr zu regulieren ist, sondern versucht damit zu spielen, mit dem Tempo, mit den Übergängen. Die muss bei dir bleiben, sich auf dich einstellen. Dann funktioniert das auch. Aber braucht natürlich auch wieder, ist ja auch wieder ein Pferd, was schon etwas gelernt hat, ob positiv oder negativ, Zeit zum Umschulen. Und die Für die braucht man einfach auch Geduld. Wie kann man Pferde am besten unterstützen, die oft im Außengalopp anspringen? Wären das dieselben Übungen wie zur Balance? Was sind die typischen Reiterfehler? Also Pferde, die häufig im Außengalopp anspringen, sind meistens eben auch die Pferde, wo die natürliche Schiefe ausgeprägt ist. Also wenn wir zum Beispiel ein Pferd haben, das
rechts die starke Schulter hat, kann das auch sein, muss nicht sein, aber es kann sein, dass es häufig dann lieber im Rechtsgalopp startet. Wenn ich das weiß, dann kann ich hergehen und mein Pferd zum Beispiel im Schenkelweichen arbeiten, bringt damit die Gruppe etwas herein, das Gewicht auch mehr auf die linke Schulter und galoppiere aus dem Schenkelweichen heraus an. Dann habe ich sichergestellt, dass mein Pferd in den Linksgalopp starten kann und starten muss. Das benötigt allerdings natürlich auch wieder Zeit und Wiederholung. Unbedingt immer auch an der Balance und am Gleichgewicht arbeiten, weil das hängt immer alles zusammen. Die typischen Reiterfehler, dass ein Pferd im Außengalopp startet, ist eine verkehrt gedrehte Hüfte, Sitzbeine. Das heißt, wenn ich jetzt im Linksgalopp starten möchte, dann bringe ich auch die innere Hüfte, mein inneres Sitzbein etwas zuvor und das äußere etwas zurück. Im Ride with Your Mind Sitz drehen wir uns nicht mit dem Oberkörper nach innen, sondern wir passen unseren Oberkörper auf unsere Hüften an. Das heißt, wenn ich jetzt auch im Linksgalopp starten möchte, dann muss meine linke Sitzbahn, meine linke Hüfte Richtung 10 Uhr kommen. Gleichzeitig mache ich das auch mit meinem Oberkörper, Schultern. Das heißt, der Oberkörper wäre nicht mehr gerade, sondern leicht nach außen gedreht. Bitte nicht so viel, das wäre übertrieben, das benötigt kein Pferd, sondern leicht nach außen gedreht. Das hilft wieder einen besseren Start. Wenn aber das Pferd daraufhin immer noch falsch startet, dann liegt es meistens nicht an dem Reiter, sondern an dem Pferd selbst. Und dann würde ich wieder über Schenkelweichen starten. Was kann ich tun, damit mein Pferd entspannter galoppiert und nicht wegrennt? Das ist wiederum das gleiche Thema. Ich muss Sorge tragen, dass mein Pferd vorher schon entspannter ist im Schritt und im Trab. Ich muss auch wieder sicherstellen, ist mein Pferd im Balance, ist mein Pferd im Gleichgewicht, hat es genügend Kraft und Ausdauer für den Galopp, dann wird es sich auch entspannen. Das häufigste Problem beim Galoppieren ist einfach, dass man meint, man muss galoppieren. Galopp ist eine wirklich schöne Gangart, also ohne Frage, aber ein Galopp, der, sage ich immer, Kamikaze ist, macht das dem Pferd keinen Spaß und macht dem Reiter keinen Spaß. Deswegen ist wirklich auch wieder ein strukturierter Aufbau ganz, ganz wichtig. Abwechslungsreich, Pausen und bitte, bitte, bitte niemals vergessen, lobt ganz häufig. Pferde stehen darauf, gelobt zu werden. Ich hatte noch nie ein Pferd, das das nicht mochte. Wirklich nicht. Und sie bemühen sich dann umso mehr. Aber alles, was ich mir erarbeiten möchte und alles, was komplizierter ist für das Pferd oder schwierig ist, sodass es sich verspannt und Stress bekommt, bedeutet einfach wieder vermehrt Basic-Arbeit, Zeit und Geduld. Die muss man sich einfach geben. Das ist eigentlich das Gleiche für die nächste Frage. Wie wird der Galopp ruhiger? Gleiche Antwort wie vorher. Ich muss es schaffen, mein Pferd auszubalancieren, ins Gleichgewicht zu bringen, die Hinterhand zu kräftigen, mit Übergängen Tempo zu spielen, auch, also wirklich Tempowechsel, mal wieder aktiver, mal wieder zurücknehmen. Ich muss das Gefühl haben, mein Pferd steht an meinen Hilfen, bleibt vor meinen treibenden Hilfen, also verhält sich nicht. Das sind alles ganz wichtige Faktoren. Daraus entsteht, wenn ich das gut mache, mit einem losgelassen Gefühl auch meinerseits, selbst nicht klemme, mental mich nicht stressen lasse, gleichzeitig auch wieder versuche, meinen Reitesitz zu verbessern. Also das muss ich auch natürlich dazu sagen. Es liegt ganz häufig oft auch nicht am Pferd, sondern oft auch am Reiter. Also auch hier bitte nicht nur die Balance, Kraft, Gleichgewicht vom Pferd arbeiten, sondern auch von sich selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir noch Fragen? Durch Corona helfe ich momentan einem Reiter ein Schulpferd. Wenn ich angaloppieren möchte, fängt er an, immer schneller zu traben, aber kommt nicht richtig in den Galopp. Das klappt meistens nur im Gelände, auf Galoppstrecken, die er kennt. Liegt das auch an fehlender Kraft? Das kann häufig natürlich auch fehlende Kraft sein oder auch
Fehlende Motivation. Gerade bei Schulpferden ist das manchmal schon der Fall, wenn sie schon etwas stumpfer sind, dass die unbedingt eine gute Reiterhilfe brauchen zum Angaloppieren und etwas mehr Motivation brauchen. Wenn es jetzt an der Kraft liegt, das kann natürlich sein, dann heißt es auch hier wieder kräftigen, Übergänge reiten, halten, rückwärts richten, über Seitengänge mobilisieren und kräftigen. Das ist ganz wichtig. Achte auch nochmal drauf, kann es eventuell auch am Reitersitz liegen? Ist die Hilfe noch nicht im richtigen Moment, beziehungsweise ist sie nicht deutlich genug, dass es anspringt? Und der leichteste Moment zum Starten, wenn ein Pferd lieber vorher schneller wird, ist es, aus der Ecke heraus zu starten. Hier habe ich nämlich schon eine Biegung drin und dann fällt es meistens auch leichter. Wie kann man Pferde am besten unterstützen, die oft im Außengalopp anspringen? Wären das dieselben Übungen wie zur Balance? Was sind die typischen Reiterfehler? Ah ja, diese Frage hatten wir schon, die war irgendwo hier vorher schon, die war jetzt also doppelt drin. Gut. Eine gibt es noch, machst du auch Kurse in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, das heißt bei triebigen Pferden eher im leichten Sitz galoppieren. Okay, also bezüglich den Kursen, ja, ich mache Kurse, aber momentan nicht so weit weg und momentan sowieso mit Corona nicht möglich. Also erstens mal mit Corona zurzeit nicht möglich, zweitens, die Kurse werden wahrscheinlich erst wieder ab 22 stattfinden können, da ich noch einen kleinen Sohn habe und alleinerziehend bin, bin ich hier etwas eingeschränkt. Bezüglich den triebigen Pferden und dem leichten Sitz, ja, wenn ein Pferd sehr triebig ist und ich habe das schon im Schritt und im Trab erarbeitet, dass es vor den Hilfen ist, kann ich in dem Galopp in den leichten Sitz oder in den Entlastungssitz gehen und zuerst einmal wirklich das Vorwärtsarbeiten. Ich habe einen Schüler mit einem Pferd, ganz ein nettes Team, aber das Pferd hatte sich gekauft mit grundsätzlichen Reiterfehlern. Das heißt, das Pferd wurde wirklich verritten, war sehr klemmig, hat blockiert im Vorwärts. Sobald der Schenkel kam, machte sich nur eng, steif und fest. Ein Trab war wie ein Trampolin herausgeschossen, weil der Rücken absolut nicht fähig war zu arbeiten. Also hier mussten wir zuerst mal aus dieser Falle herauskommen und das Pferd in das Vorwärts bringen. Also das war egal, ob das jetzt gestellt, gebogen ist, das ist in dem Moment wirklich egal. Man muss zuerst an dem arbeiten, was am wichtigsten ist und das war das Vorwärts. Das haben wir uns an der Hand erarbeitet, an der Launch und dann auch in Kombination unterm Sattel. Und das wurde immer besser. So mittlerweile geht er wirklich schön in den drei Grundgangarten und fängt schön auch an mit den Seitengängen. Der trägt sich, der ist jetzt offen in der Ganasche, der Rücken ist tätig. Es kann hin und wieder je nach Tagesverfassung vorkommen, dass er auch wieder mal klemmt und auf einen Treibimpuls mal lieber den Popo hebt. Aber dann wird unbedingt entlastet, nach vorne gearbeitet und wirklich mal Tempo gemacht, bis das Pferd vor den treibenden Hilfen ist. Dann kann ich loben und pausieren und wiederhole. Wenn es dann wieder ganz normal auf einen Treibimpuls oder auf meine Energie nach vorne reagiert, brauche ich es auch nicht mehr vermehrt schicken. Dann kann ich auch langsam wieder hergehen und mich wieder hinsetzen und mehr Kontakt zu dem Pferd suchen. Aber wenn ein Pferd triebig ist oder blockiert, unbedingt entlastend sein und vorwärts reizen. Ich hoffe, ich konnte jetzt eure Fragen alle so gut wie möglich beantworten. Wenn ihr mein Angebot annehmen möchtet, schickt mir einfach gerne eine E-Mail. Da könnt ihr mir noch weitere Fragen senden oder auch gerne ein paar Videos zu euren Fragen, weil dann kann ich mir ein besseres Bild machen und sicher auch nochmal detaillierter eure Fragen, die ihr dazu habt, beantworten.
Danke fürs Zuhören und tschüss.